This podcast is brought to you by LMU Munich. Beginnt mit Einleitung und Vorbemerkungen. Das ist zum Beispiel der Teil, der uns beschäftigen wird diese Woche und auch noch nächste Woche. Ja? Und danach wird es dann weitergehen zu dem, was man Aussagenlogik nennt. Ich erkläre jetzt noch gar nicht, was das eigentlich heißen soll. Aber Sie sehen die Teile Analyse, Repräsentierung, Sprache, Semantik, Herleiten. Und dann kommt noch so ein Appendix und dann beginnt die Prädikatenlogik, so ungefähr in der Mitte der Vorlesung. Ja? Und dann sehen Sie so ähnliche Ausdrücke hier, Repräsentierung wieder, Sprache, Semantik, Herleiten und wieder so ein Appendix. Und das deutet schon darauf hin, dass die Vorlesung im Wesentlichen aus zwei großen Blöcken bestehen wird. Nach den Präliminarien, die uns im Folgenden beschäftigen werden, gibt es den Aussagenlogik-Block und den Prädikatenlogik-Block. Und die sind ziemlich ähnlich strukturiert. Man könnte sagen, dass wir in der Logik alles zweimal machen. Okay? Einmal auf aussagenlogischem Niveau, das ist das einfachere Niveau, und dann auf prädikatenlogischem Niveau, das ist das komplexere Niveau. Ja? Und das hat den Vorteil, dass vieles, was vielleicht am Anfang noch ein bisschen unklar bleiben wird in der Aussagenlogik, dann, wenn wir zur Prädikatenlogik schreiten, schon vertraut sein wird, ja? Und durch die Wiederholung nochmal klarer wird. Ja? Und dann kann man auch einiges vertiefen und das passiert dann in der Prädikatenlogik. Dass die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei, lässt sich daran ersehen, dass sie seit dem Aristoteles keinen Schritt rückwärts hat tun dürfen. Merkwürdig ist noch an ihr, dass sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat tun können und also allem Anschein nach, allem Ansehen nach, geschlossen und vollendet zu sein scheint. Die Grenze der Logik aber ist dadurch ganz genau bestimmt, dass sie eine Wissenschaft ist, welche nichts als die formalen Regeln des Denkens, es mag a priori oder empirisch sein, einen Ursprung oder Objekt haben, welches es wolle, in unserem Gemüte zufällige oder natürliche Hindernisse antreffen, ausführlich darlegt und strenge beweist. Das ist Kant in der Kritik der reinen Vernunft. In Deutschland muss man alle Philosophievorlesungen immer mit einem Kant-Zitat beginnen. Das ist der Grund, warum ich so starte. Und Sie sehen in diesem ersten Abschnitt hier zweierlei. Erstens, Kant bezieht sich auf Aristoteles und ganz zu Recht, denn die Logik hat begonnen mit Aristoteles. Mit dem, was man aristotelische Syllogistik nennt. Und das ist ein einfaches logisches System für eine einfache logische Sprache. Eine Sprache, die viel einfacher ist als die formalen Sprachen, die wir im Rahmen dieser Vorlesung kennenlernen. Die Sprache, für die der Aristoteles Logik entwickelt hat, ja, wäre viel zu eingeschränkt, um in ihr Wissenschaft betreiben zu können. Die Sprache, für die wir Logik betreiben werden im Rahmen dieser Vorlesung, ist ausreichend für die gesamte Mathematik zum Beispiel, für praktisch die gesamten Naturwissenschaften und für einen Großteil der Philosophie. Also, kurz gesagt, unsere Logik ist viel cooler, ja, als die vom Aristoteles. Aber Aristoteles ist ja auch schon lang her, ja, und es ist eine unglaubliche, gewaltige Leistung gewesen, des Aristoteles Logik auf die Weise zu beginnen. Ja. Und wenn man sich das genauer anschaut, Aristoteles verwendet bereits logische Symbole, also formale Zeichen, und Sie werden einige dieser formalen Zeichen dann in ähnlicher Form wiederfinden, im Rahmen unserer Vorlesung. Er beschäftigt sich mit Syntax, er beschäftigt sich mit Semantik, er beschäftigt sich mit Herleitungsregeln und genau das werden wir auch tun. Ja? Das ist der erste Punkt hier. Und der zweite Punkt, den Sie hier sehen bei Kant ist, er sagt also, die Logik beginnt mit Aristoteles und mehr oder weniger seltsamerweise hört sie auch schon wieder damit auf, denn sie scheint irgendwie vollendet und abgeschlossen zu sein. Und das war aus Sicht von Kant richtig, denn bis zu Kant hat es wenige Weiterentwicklungen gegeben in der Logik im Vergleich zu Aristoteles. Aus heutiger Sicht ist es völlig falsch. Ja? Die Logik ist geradezu explodiert, aber das war nach Kant, fairerweise. Ja? Und zwar ist die Logik explodiert im 19. Jahrhundert und dann erst recht im 20. Jahrhundert. Und das, was wir hier als Logik betreiben werden, ist Logik, wie sie entwickelt wurde in dieser neueren Entwicklung. Ja? Vor allen Dingen im 20. Jahrhundert dann. Die Grenze der Logik, schreibt er hier auch, ist aber dadurch ganz genau bestimmt, dass sie eine Wissenschaft ist, klar, welche nichts als die formalen Regeln des Denkens ausführlich darlegt und strenge beweist. Und das ist immer noch richtig. Ja? Was er hier die formalen Regeln des Denkens
nennt, werden wir bald umschreiben mit Hilfe von logischer Form und Herleitungsregeln. Ja, wir werden die logische Form von natursprachlichen Sätzen festlegen. Und sobald uns das gelungen ist, wird es uns möglich sein, Herleitungen durchzuführen, festzustellen, was aus gewissen Sätzen der natürlichen Sprache logisch folgt. Ja? Und diese Regeln, nach denen diese Folge vonstatten gehen wird, werden nur abhängig sein von der logischen Form dieser Sätze. Und insofern werden diese Regeln formal sein. Ja? Und das ist immer noch so, wie es Kant hier gesehen hat. Des Denkens, schreibt er hier, es mag a priori oder empirisch sein. Weiß jemand von Ihnen, was er mit a priori meint? Ja? Vor der Erfahrung. Vor der Erfahrung wäre so die wörtliche Übersetzung, genau. Und das stimmt auch. Man sollte nur vor nicht zeitlich lesen, sondern eher im Sinne von unabhängig von Erfahrung. Genau. Also eine Erkenntnis ist a priori, genau dann, wenn sie unabhängig von Sinneserfahrung rechtfertigbar ist. Zum Beispiel gehen Sie in eine Mathematikvorlesung, dort wird irgendein Satz bewiesen. Dann rekurriert dieser Beweis an keiner Stelle auf Sinneserfahrung. Ja, der Mathematiker oder die Mathematikerin wird nie sagen, und dann führen Sie dieses Experiment durch und schauen genau hin und so weiter und daraus folgt das. Ja, das ist genau das, was die Mathematiker nicht tun. Sondern die rechtfertigen ihre Sätze durch Beweise a priori, unabhängig von Sinneserfahrung. Ja, Naturwissenschaften hingegen typischerweise produzieren, wenn sie Erkenntnisse produzieren, a posteriori oder empirische Erkenntnisse. Ja? Erkenntnisse, die man nicht rechtfertigen könnte ohne Sinneserfahrung, ohne Messen, ohne Experimente und dergleichen. Und was Kant hier sagt, ist, egal ob das Denken a priori ist, wie zum Beispiel in der Mathematik oder in der Philosophie, oder ob es a posteriori empirisch ist, wie zum Beispiel in den Naturwissenschaften, egal, die Regeln der Logik sind immer dieselben. Die sind sozusagen universell, die funktionieren überall. Und das ist auch aus heutiger Sicht nach wie vor richtig. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Logik, die in den Schulen vertreten wird, so weit von jener Logik entfernt ist, die nützlich für die Leitung des Geistes hinsichtlich der Erforschung der verschiedenen Wahrheiten ist, wie sich die Knabenarithmetik von der Algebra eines bedeutenden Mathematikers unterscheidet. Also hier steht, okay, die Logik, die in den Schulen vertreten wird, das war zu diesem Zeitpunkt, Sie werden gleich sehen, das ist Leibniz, der hier spricht, das war zu diesem Zeitpunkt immer noch die aristotelische Logik, die dann in der Scholastik wieder revitalisiert wurde und so weiter. Und Leibniz sagt von dieser Logik, von der aristotelischen Logik, dass sie nicht besonders nützlich ist. Ja? Die ist so ähnlich nützlich, ja, wie Knabenarithmetik. Aus heutiger Sicht übrigens nicht mehr politisch korrekt. Ja? Knaben- oder Mädchenarithmetik müsste es heißen. Ja? Und diese unterscheidet sich von der Algebra eines bedeutenden Mathematikers oder einer bedeutenden Mathematikerin. Soll heißen, ja, genauso einfach, ja, wie Schulmathematik ist, ja, genauso einfach ist auch die aristotelische Logik. Das, was man in der Mathematik aber wirklich bräuchte, ist die entwickelte Mathematik in der höheren Algebra zum Beispiel. Und entsprechend bräuchte man, und darauf will Leibniz hinaus, auch eine Logik, die auf ähnlichem Niveau stattfindet. Ja, man bräuchte eine Logik, die zu höherer Algebra steht, so wie aristotelische Logik, einfache Logik, zu einfacher Mathematik. Und dann sagt er, das ist absolut möglich, so etwas zu entwickeln. Im privaten Bereich aber ist es höchste Zeit, dass Fachleute der Analytik eine Logik zur Vollendung bringen, die geeignet ist, die einzelnen Untersuchungen zu leiten. Also einen Leitfaden des Denkens. Das soll die Logik sein. Ja? Da nämlich heutzutage ein so umfangreiches Material hervorragender Gedanken vorhanden ist, bleibt es nur noch übrig, diesen eine Form zu verleihen. In gewissem Sinne ist es also so, die Wissenschaften sorgen für den Stoff, ja, und die Logik sorgt für die Form, organisiert das Wissen sozusagen auf richtige Art und Weise. Einen Leitfaden des Denkens aber nenne ich eine bestimmte, leichte und sichere Methode, mit der wir, wenn wir ihr folgen, ohne Beunruhigung des Geistes, ohne Streitigkeiten, ohne Furcht zu irren, nicht weniger sicher voranschreiten als jemand, der im Labyrinth einen Ariadnefaden zur Verfügung hat. Und ich meine, dass eine solche Methode in unserer Macht steht und mit nicht allzu großer Schwierigkeit erstellt werden kann. Und dass diese so evident sein wird, dass sie alle Kontroversen ohne Widerspruch beendet,
ganz und gar so wie jene Kontroversen, die im Bereich der Zahlenkalküle auftreten können, von einem erfahrenen Arithmetiker entweder alleine oder unter Hinzuziehung eines Mitarbeiters ohne Schwierigkeit beendet werden. Ich meine, dass der Gebrauch dieser Methode unter die höchsten Güter zu zählen ist, die dem Menschengeschlecht zuteil werden könnten. Also kurz gesagt, diese Logik, die man wirklich bräuchte für die Wissenschaften, die gibt es noch nicht, aber wir sind knapp davor, sie zu entwickeln, schreibt Leibniz. Ja? Und mit knapp davor, wir sind knapp davor, sie zu entwickeln, meint er, er ist knapp davor, sie zu entwickeln. Ja? Und es gibt interessanterweise wirklich Versuche von Leibniz, so eine Logik zu entwickeln. Er war jetzt nicht ganz knapp dran an Logik im modernen Sinne, ja? Aber er war sozusagen ganz klar auf der richtigen Spur. Ja? Er schlägt vor, so etwas wie eine Charakteristika Universalis, eine Universalzeichensprache zu entwickeln, in der man alle Erkenntnisse der Wissenschaften ausdrücken kann. Und zwar so ausdrücken kann, dass diese Erkenntnisse ganz präzise und transparent gefasst werden können. Also wo man über irgendein Einzelding in der Welt spricht, entspricht diesem Einzelding in der Sprache genau ein Zeichen. Wo man über eine bestimmte Eigenschaft oder Beziehung von Dingen in der Welt sprechen möchte, entspricht dieser Eigenschaft oder dieser Beziehung wieder genau ein entsprechendes Zeichen in der Sprache. Also die Sprache spiegelt sozusagen die Wirklichkeit eins zu eins und ganz transparent wieder. Und zu dieser Charakteristika Universalis soll es noch einen Calculus Ratiocinator geben. Und das ist das, was wir heute einfach einen logischen Kalkül oder eine logische Herleitungsordnung oder ein logisches Regelsystem nennen. Also ein quasi mechanisches Regelsystem, in dem man Erkenntnisse berechnen kann. So ähnlich wie man Sätze beweist in der Arithmetik, in der Zahlentheorie. Und wenn sich zwei zum Beispiel Philosophen streiten, ist das, was sie tun sollen, sagt Leibniz, sich hinzusetzen mit einem Blatt Papier, ja, oder einem iPad und rechnen. Ja, also er sagt, Calculemus, rechnen wir. Lösen wir die Widersprüche, die philosophischen Widersprüche dadurch auf, dass wir rechnen mit dieser Methode in dieser universellen Zeichensprache. Und das ist im Prinzip genau das, was wir tun werden im Rahmen dieser Vorlesung. Also wir werden eine Art universelle Zeichensprache entwickeln, mit der man im Wesentlichen alle wissenschaftlichen Gedanken ausdrücken kann. Und zwar mit maximaler Präzision. Und dann werden wir einen Calculus dazu entwerfen, mit dessen Hilfe man quasi mechanisch aus wissenschaftlichen Sätzen andere wissenschaftliche Sätze ableiten kann. Mit der man quasi mechanisch feststellen kann, ob sich zwei wissenschaftliche Sätze oder auch zwei philosophische Sätze, ob die zueinander im Widerspruch stehen. Ja? Und dergleichen. Also im Wesentlichen ist das, was wir in dieser Vorlesung durchführen werden, so etwas wie die Vollendung des Leibnizschen Traums. Und der Schlusssatz heißt, dass Logik ganz toll ist. Ja? Weil die höchsten Güter, die dem Menschengeschlecht zuteil werden können. Wie muss ich denken, um das Ziel, die Wahrheit zu erreichen? Die Beantwortung dieser Frage erwarten wir von der Logik, aber wir verlangen nicht von ihr, dass sie auf das Besondere jedes Wissensgebietes und deren Gegenstände eingehe, sondern nur das Allgemeinste, was für alle Gebiete des Denkens Geltung hat, anzugeben, weisen wir der Logik als Aufgabe zu. Die Regeln für unser Denken und für Wahrhalten müssen wir bestimmt denken durch die Gesetze des Wahrseins. Mit diesen sind jene gegeben. Wir können mithin auch sagen, die Logik ist die Wissenschaft der allgemeinsten Gesetze des Wahrseins. Das ist jetzt Frege, deutscher Logiker und Philosoph und Mathematiker. Wenn es einen Begründer der modernen Logik gibt, dann Gottlob Frege. Ja, der in seiner Begriffsschrift, so ein kleines Bändchen, im Wesentlichen als erster diese Leibniz'sche Idee wirklich umgesetzt hat und im Prinzip die moderne Logik, so wie wir sie heute kennen, entwickelt hat. Natürlich ist danach dann noch sehr viel passiert, ja, aber der Beginn der modernen Logik ist Frege. Und er charakterisiert Logik nicht unähnlich zu Kant. Logik dreht sich um die allgemeinen Gesetze des Wahrseins. Ja, die Idee ist, Wahrheit ist ohnehin das Wissenschaftsziel, also Wissenschaften sollen feststellen, welche Sätze wahr sind und welche falsch.
Physiker tun dies in der Physik, da geht es also um physikalische Wahrheiten, und Mathematiker tun dies in der Mathematik, da geht es um mathematische Wahrheiten, und Historiker tun dies ja, in den Geschichtswissenschaften, dort geht es um historische Wahrheiten, und so hat jedes Gebiet seine eigenen Wahrheiten. Die Logik beschäftigt sich aber mit den Gesetzen der Wahrheit, die universell sind, ja, die in allen diesen Gebieten gleichermaßen vorhanden sind. Und das ist ein Gedanke so ähnlich wie vorher bei Kant, ja? Egal ob a priori oder empirisch, ja? Logik gilt überall, das ist derselbe Gedanke hier. Ja? Logik beschäftigt sich mit den allgemeinsten Wahrheiten. Und das wird ein Thema sein in dieser Vorlesung. Also zum Beispiel wird es später so etwas geben, was wir logische Gesetze nennen werden. Und das sind Sätze, die nicht falsch sein können, ja? Die wahr sind, egal in welchem Gebiet sie auftreten würden. Das sind dann logische Gesetze und das sind solche allgemeinen Gesetze des Wahrseins, die Frege hier im Kopf hat. Ich bin überzeugt, dass wir in einer durchaus endgültigen Wendung der Philosophie mitten darin stehen und dass wir sachlich berechtigt sind, den unfruchtbaren Streit der Systeme als beendigt anzusehen. Ja, das ist so ein Echo von Leibniz. Ja, zwei Philosophen, die sich streiten und man verwendet Logik, um den Streit zu schlichten. Ja, wer hat recht? Ja. Die Gegenwart ist, so behaupte ich, bereits im Besitz der Mittel, die jeden derartigen Streit im Prinzip unnötig machen. Es kommt nur darauf an, sie entschlossen anzuwenden. Diese Mittel sind in aller Stille unbemerkt von der Mehrzahl der philosophischen Lehrer und Schriftsteller geschaffen worden. Und so hat sich eine Lage gebildet, die mit allen früheren unvergleichbar ist. Dass die Lage wirklich einzigartig und die eingetretene Wendung wirklich endgültig ist, kann nur eingesehen werden, indem man sich mit den neuen Wegen bekannt macht und von dem Standpunkte, zu dem sie führen, auf alle die Bestrebungen zurückschaut, die je als philosophische gegolten haben. Die Wege gehen von der Logik aus. Das ist jetzt 20. Jahrhundert schon. Ja, die moderne Logik ist bereits entwickelt worden und das, was Schlick hier, ja, einer der Begründer des Wiener Kreises, des logischen Empirismus, ja, einer wichtigen Strömung der Philosophie im 20. Jahrhundert. Was Schlick hier schreibt ist, was die Philosophen tun sollen, ist, sie sollen diese neuen Mittel der Logik, die entwickelt wurden, anwenden in der Philosophie. Und wenn sie das konsequent tun, wird es zu einer Revolution in der Philosophie kommen. Wir werden philosophieren können auf einem Niveau, das bis jetzt unbekannt war. Das ist das, was Schlick hier schreibt. Später ist er erschossen worden. Aber nicht deshalb. Und in der Tat ist Logik, wenn Sie so wollen, die intellektuelle Erfolgsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ja? Jetzt denken Sie sich, klar sagt er das. Ja? Das ist ja seine Vorlesung. Ja? Deshalb werde ich das gleich nachweisen. Zum Jahre 2000 hin gab es so Rankings, ja, zum Beispiel in Time Magazine. Und da ging es immer darum, was weiß ich, Physiker, größter Physiker oder größte Physikerin des 20. Jahrhunderts. Ja? Was sind die Top 10 Wissenschaftler in dem Gebiet so und so gewesen im letzten Jahrhundert und dergleichen. Und in der Mathematik war der Mathematiker des Jahrhunderts dieser Herr hier und das ist Kurt Gödel. Oder auf amerikanisch Gödel, aber Kurt Gödel. Ja. Österreicher übrigens, ich bin auch Österreicher. Unter anderem werde ich diese Vorlesung nützen, Sie in einige Feinheiten österreichischer Sprache einzuführen. Ja. Die erste haben Sie bereits kennengelernt, Mathematik. Ja. Nein, nein, nicht Mathematik, ja. Mathematik. Mathematiker des Jahrhunderts, Kurt Gödel. Ja? Und Sie sehen hier erwähnt, he turned the lens of mathematics on itself and hit upon his famous incompleteness theorem. Und das ist ein Satz, eigentlich sind es zwei, die zwei Unvollständigkeitssätze, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Die gehören zu den berühmtesten logischen Resultaten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja? Gödel zeigt darin im Wesentlichen, dass die moderne Mathematik nicht vollständig axiomatisiert werden kann. Das heißt, Sie können die Mathematik niemals als Ganzes sozusagen
durch Axiome und Regeln vollständig festlegen oder beschreiben. Egal wie Sie das versuchen, es wird Ihnen immer irgendeine mathematische Wahrheit entgehen. Kurz gesagt, Gödel war Logiker, ja, und ist der größte Mathematiker des 20. Jahrhunderts, laut Time Magazine. Größter Philosoph des 20. Jahrhunderts. Tada! Wittgenstein, auch Österreicher. He began by trying to reduce all mathematics to logic and ended by finding most metaphysics to be nonsense. Also was hier steht, da gab es dieses berühmte Buch von Wittgenstein, der Tractatus Logico-Philosophicus. Und einer der Punkte, der hier erwähnt wird, in diesem Buch war zu zeigen, dass sich letztlich die gesamte Mathematik zurückführen lässt auf die Logik. Ja, also wenn die Mathematiker davon Zahlentheorie sprechen, sprechen die eigentlich, ohne es zu merken, über logische Zusammenhänge oder logische Gesetze. Das ist einer der Punkte im Tractatus. Berühmtester Philosoph des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein, und sagen wir mal ganz locker, ein Logiker. Ja, stimmt nämlich nicht so ganz. Und ich finde, es gibt auch ziemlich viel Nonsens, dass der von Wittgenstein kommt. Ja? Nehmen wir mal. Okay. Computerwissenschaftler, Informatiker des 20. Jahrhunderts, Alan Turing, ja? Kein Österreicher, ja? Macht nichts. While addressing a problem in the arcane field of mathematical logic, yeah, he imagined a machine that could mimic human reasoning. Sound familiar? Also auf Turing geht im Wesentlichen das intellektuelle Konzept unseres modernen Computers zurück. Und dieses Konzept unseres modernen Computers geht zurück auf Logik. Ja? Und Logik ist die Vorlesung, in der Sie gerade sitzen. Also, Informatiker des Jahrhunderts, Alan Turing, Logiker. Das meine ich mit intellektueller Erfolgsgeschichte. Wir gehen ein paar Jahre zurück. Es ist Anfang Oktober 2010. Hannes Leitgeb, der im Begriff ist, nach München umzuziehen, das entspricht der Wahrheit übrigens. Ja? Ob die restliche Geschichte wahr ist, sage ich Ihnen nicht. Hannes Leitgeb, der im Begriff ist, nach München umzuziehen, trifft Herrn P., P für Philosoph, auf der Straße. Hallo. Nichts. Hallo. P aufblickend. Hallo. Entschuldige bitte, ich war gerade am philosophischen Grübeln. Die Welt ist zu tief, philosophisch, weißt du? Naja, vielleicht weißt du das auch nicht. Ich habe gehört, dass du nach München gehst. Hast du dich schon eingerichtet? Wie steht es mit deinem Büro? Ich, alles noch in Arbeit. Nichts ist in meinem Büro, nichts ist in meinem Sekretariat. P, was? Das Nichts ist in deinem Büro? Das ist ja zum Fürchten. Und wie geht denn das überhaupt? Nichts ist doch auch in deinem Sekretariat. Ich schließe, das Nichts kann zugleich an zwei verschiedenen Orten sein. Und wenn nichts in deinem Büro ist, dann folgt doch auch, dass zumindest etwas in deinem Büro ist. Es ist also zugleich nichts und etwas in deinem Büro. Und das ist alles Unsinn. Ja. Warum? Logische Repräsentierung. Das wird unser erstes großes Thema sein, wenn wir mit dem Block Aussagenlogik beginnen. Wenn du nichts ist in meinem Büro und nichts ist in meinem Sekretariat richtig logisch repräsentierst, wirst du merken, dass es nicht von derselben logischen Form ist, wie, sagen wir, der Tisch ist in meinem Büro, sondern vielmehr nur so viel heißt wie, es ist nicht der Fall, dass etwas in meinem Büro ist. Es ist nicht der Fall, dass etwas in meinem Sekretariat ist. Okay? So, was ich hier dem P versuche mitzugeben, ist, man muss unterscheiden zwischen der sozusagen oberflächlichen Form natursprachlicher Sätze und der tiefer liegenden logischen Form dieser Sätze. Auf den ersten Blick scheint der Tisch ist in meinem Büro, dieser Satz, und der Satz nichts ist in meinem Büro von derselben Form zu sein. Ja, also die hören sich irgendwie gleich an, haben dieselbe Abfolge von Worten. Ja? Der Tisch entspricht nichts und so weiter. Wenn man aber die tiefere logische Form dieser Sätze anschaut, so kommt man drauf, eigentlich sind diese Sätze völlig unterschiedlich strukturiert.
Während der Tisch ist in meinem Büro von einem Objekt in der Welt sagt, dass es eine gewisse Eigenschaft hat, nämlich in meinem Büro zu sein, ist der Satz, nichts ist in meinem Büro, von einer anderen logischen Form. Das ist ein verneinter Satz, ein Negationssatz, wie wir das bald nennen werden. Das ist ein Satz von der Form, beginnt mit, es ist nicht der Fall das, und dann kommt etwas. Nämlich, etwas ist in meinem Büro. Es ist nicht der Fall, dass etwas in meinem Büro ist. Das ist eine ganz andere Form als der Tisch ist in meinem Büro. Ja? In diesem Satz kommt ein Negationszeichen vor, eine Verneinung, im anderen Satz nicht. Und das ist entscheidend. Und wenn man das erkannt hat, vermeidet man die logischen Verwicklungen, in die sich der P sofort hineingeredet hat. Ja? Nichts ist überhaupt kein Name für ein Objekt. Und schon gar nicht für ein Objekt, das an zwei verschiedenen Orten zugleich sein könnte. Und weil nichts kein Name für ein Objekt ist, kann man auch nicht aus nichts ist in meinem Büro folgern, dass etwas in meinem Büro ist. Ja? Aus der Tisch ist in meinem Büro kann man folgern, etwas ist im Büro. Aber aus es ist nicht der Fall, dass etwas im Büro ist, kann man nicht folgern, dass etwas im Büro ist. Im Gegenteil, diese zwei Sätze widersprechen sich. Ja? Es kann nicht der Fall sein, dass nicht A und A gleichermaßen wahr sind. Ja? P, dann bin ich ja beruhigt. Erzähl weiter. Ich. Nichts ist also in meinem Büro, nichts ist in meinem Sekretariat. Wenn mein alter Schreibtisch von daheim mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn in mein Büro. P. Moment. Das ist sehr interessant. Sagen wir, er wird geliefert. Nach dem, was du sagst, wird dann einerseits dein Schreibtisch mit dem Lastwagen geliefert, andererseits stellst du ihn in dein Büro. Der Schreibtisch hat also diese zwei Eigenschaften. Mit dem Lastwagen geliefert zu werden und von dir in dein Büro gestellt zu werden. Aber wie kann er denn diese beiden Eigenschaften zugleich haben? Einerseits fährt er mit dem Lastwagen herum, andererseits schiebst du ihn ins Büro hinein. Aha, ich verstehe. Der Schreibtisch hat zueinander widersprüchliche Eigenschaften. Darin drückt sich wohl die Veränderung, das Werden aus. Dinge, die sich verändern, haben widersprüchliche Eigenschaften. Aber letztlich verändert sich doch alles. Also hat alles widersprüchliche Eigenschaften. Das erinnert mich an meine Habilitationsschrift, in der ich... Nein. Der Schreibtisch hat diese Eigenschaften gar nicht zugleich. Genauer, wird mit dem Lastwagen geliefert, drückt gar keine Eigenschaft aus. Ein ähnlicher Punkt wie vorher, nur geht es jetzt um andere logische Formen. Ja? Das, was den P hier verwirrt hat, ist, man scheint auf den ersten Blick ein und demselben Gegenstand zwei unterschiedliche, vielleicht sogar konfligierende Eigenschaften zuzuschreiben. Auf den zweiten Blick erkennt man jedoch, dass die logische Form dieser sprachlichen Ausdrücke, dieser Sätze der Natursprache anders ist. Eigentlich ist es so, dass hier stillschweigend gar keine Eigenschaften ausgedrückt werden, sondern Beziehungen. Und zwar müsste man eigentlich, wenn man ganz präzise ist, sagen, dass ein und derselbe Gegenstand zu einem Zeitpunkt eine gewisse Eigenschaft hat, ja? Zu einem anderen Zeitpunkt aber nicht. Und wenn man diese Zeitpunkte hinzurechnet, dann geht es eigentlich gar nicht mehr um Eigenschaften, sondern um Beziehungen. Ja? Der Tisch steht in einer bestimmten Beziehung zu einem Zeitpunkt, steht aber vielleicht nicht in derselben Beziehung zu einem anderen Zeitpunkt. Ja? Also zu sagen, der Tisch ist im Büro, ist eigentlich unvollständig. Man müsste sagen, der Tisch ist im Büro zu dem Zeitpunkt T. Ja? Also im Büro sein ist eigentlich keine Eigenschaft, sondern eine Beziehung, eine Relation. Ein Ding ist an einem bestimmten Ort, zum Beispiel im Büro, zu einem Zeitpunkt. Und das ist eine Beziehung zwischen dem Ding und dem Zeitpunkt. Und wenn Sie den Zeitpunkt verändern, also von einem Zeitpunkt T zu einem Zeitpunkt T' übergehen, ja, dann ist nicht garantiert, dass diese Beziehung aufrechterhalten bleibt. Ja, der Tisch kann zum Beispiel zum Zeitpunkt T im Büro sein, zu einem anderen Zeitpunkt aber eben nicht. Dann steht er in dieser Beziehung im Büro sein, zu dem ersten Zeitpunkt, aber nicht zu dem zweiten. Wenn man diesen Zeitpunkt ja, vergisst, wenn man sich nicht klar darüber wird, dass diese Bezugnahme auf den Zeitpunkt zur logischen Form dieser Sätze gehört, dann verheddert man sich sofort in diese philosophischen Schwierigkeiten. Ja. Wie kann dann ein Ding gleichzeitig die Eigenschaft P haben und die Eigenschaft nicht P und was ist hier los? Ja. Man muss erkennen, dass es hier eigentlich gar keine Eigenschaften gibt.
Von einer Eigenschaft könnte man erst reden, wenn dieser Parameter hier eingefüllt wurde. Wenn man sagt, nein, ich fokussiere mich jetzt auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Ja? Das und das Datum, die und die Stunde, die und die Minute. Dann, wenn das eingefüllt ist, dann ist der Tisch einfach in meinem Büro oder nicht zu dem Zeitpunkt. Ja? Genauso drückt, stelle ich ins Büro keine Eigenschaft aus, weil man wiederum hinzusagen muss, wann ich dieses und jenes ins Büro stelle. Was ich vorher meinte, war selbstverständlich nur, wenn mein Schreibtisch zum Zeitpunkt T mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt T' in mein Büro. Und wenn man diese zwei unterschiedlichen Zeitpunkte miteinander vermischt und sich nicht klar ist über diesen Unterschied, dann kommt man in diese Verwicklungen. Es ist auch gar nicht widersprüchlich, zu einem Zeitpunkt mit dem Lastwagen geliefert zu werden und zu einem anderen Zeitpunkt von mir ins Büro gestellt zu werden. Selbiges gilt übrigens genau genommen auch für die vorigen Sätze. Nichts ist in meinem Büro und nichts ist in meinem Sekretariat. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nichts in meinem Büro und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nichts in meinem Sekretariat. Man lässt diese zeitlichen Relativierungen in der natürlichen Sprache nur oft weg, aber in der eigentlichen logischen Form dieser Sätze sind dieselben selbstverständlich vorhanden. Ja? Im Übrigen, sobald man sich dieses Punktes mal gewahr geworden ist, ist es auch wieder ganz in Ordnung, in gewissen Kontexten diese Zeitpunkte wegzulassen. Ja? Wenn man einmal verstanden hat, worum es geht, wird man nicht in diese Verwicklungen hineinlaufen und kann vereinfachen. Und das tut man auch ständig in den Wissenschaften. Ja? Es ist ziemlich klar, um welchen Zeitpunkt es geht, also erwähne ich ihn nicht hinzu. Ja? Aber es ist wichtig, sich einmal wenigstens klar gemacht zu haben, dass diese Bezugnahme auf den Zeitpunkt wichtig sein kann. Und wenn Sie jetzt an so Wissenschaften denken wie die Physik, dann ist diese Bezugnahme auf Zeitpunkte essentiell. Ja? Wenn da irgendeiner mit dem Ballon hochsteigt, ja, und dann von da ganz oben runterspringt auf die Erde, auch ein Österreicher übrigens, ja, und Sie wollen das physikalisch beschreiben, dann wollen Sie sagen, zu welchem Zeitpunkt sich dieses Objekt an welchem Ort befunden hat. Sie wollen diese raumzeitliche Trajektorie beschreiben. Ja? Und das geht nur von vornherein durch explizite Bezugnahme auf Orte und Zeitpunkte. Ja? Also wenn Sie diese Bezugnahme aus der Physik rausnehmen würden, würde die gesamte Physik zusammenbrechen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Ja? Also dort ist es ganz klar, wir müssen das explizit machen. In der natürlichen Sprache kann man es sich manchmal leisten, diese Bezugnahme zu vergessen, aber was Sie als Philosophen lernen sollten, ist, dass sie im Prinzip stillschweigend da ist. Ja? Und dass Sie sie jederzeit sozusagen aus dem Hut zaubern können, um philosophische Verwicklungen zu vermeiden. Das ist der Punkt. Schade eigentlich, sagt der P. Ich war gerade dabei, ein paar tiefe Einsichten in die Welt zu gewinnen. Nur scheinbar. Lassen wir das, erzähl weiter. Nichts ist in meinem Büro, nichts ist in meinem Sekretariat. Wenn mein alter Schreibtisch von daheim mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn in mein Büro. Angenommen, ich stelle ihn in mein Büro. P. Was heißt angenommen? Du hast doch gerade gesagt, dass du ihn in dein Büro stellen wirst. Ich habe nur gesagt, wenn er mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn in mein Büro. Ja? Das ist so ein typischer Wenn-Dann-Satz hier. Und diese Wenn-Dann-Sätze finden Sie überall. In der Alltagssprache, in den Wissenschaften und natürlich in der Philosophie. Ja? In der Philosophie wird ständig darum zu gehen, dass man irgendwelche Annahmen trifft, ja? In der Metaphysik oder in der Erkenntnistheorie oder in der Ethik und dann unter diesen Annahmen gewisse Schlüsse zieht. Ja? Und das wird typischerweise geregelt durch gewisse Wenn-Dann-Sätze und logische Regeln, die auf diesen Wenn-Dann-Sätzen operieren. Also das wird ein wichtiges Thema werden. Ja? Wenn er nicht mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn vielleicht gar nicht in mein Büro. Das Ding ist nämlich schwierig zu transportieren. Also, wenn mein alter Schreibtisch von daheim mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn in mein Büro. Angenommen, ich stelle ihn in mein Büro. P. triumphierend. Dann muss es der Fall sein, dass er mit dem Lastwagen geliefert worden ist. Eigentlich nicht. Warum? Ja? Kann ja auch auf eine andere Weise geliefert worden sein. Genau. Also,
Der Wenn-Dann-Satz sagt sowas wie, wenn A eintritt, dann tritt auch B ein. Ja? Wenn A der Fall ist, dann ist auch B der Fall. Wenn A wahr ist, dann ist B wahr. Okay? Und dann hat man die Information B, angenommen B. Also der Dann-Teil ist eingetreten. Der P möchte jetzt auf den Wenn-Teil, auf das A schließen. Aber wie der Kollege richtig bemerkt hat, es könnte ja auch andere Gründe geben, warum dieses B eingetreten ist. Stimmt, der A-Sachverhalt würde zu dem B-Sachverhalt führen. Der B-Sachverhalt ist eingetreten, aber es könnte ja auch einen C-Sachverhalt geben, der auch dorthin führt. Ja? Und in der Tat ist dieser C-Sachverhalt eingetreten und nicht der A-Sachverhalt. Also aus wenn A, dann B und B dürfen Sie nicht notwendigerweise auf A schließen. Das könnte schief gehen. Du darfst zwar aus, wenn mein alter Schreibtisch von daheim mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn in mein Büro und mein alter Schreibtisch von daheim ist mit dem Lastwagen geliefert worden, folgern, dass ich den Schreibtisch in mein Büro stelle. Das ist in Ordnung. Das ist ein anderer Schluss. Das ist der Schluss von wenn A, dann B, A, daher B. Das ist in Ordnung. Ja? Das ist so eine berühmte logische Regel, die wir in Bälde Modus Ponens nennen werden. Das ist höchst einsichtig. Aber du darfst nicht aus, wenn mein alter Schreibtisch von daheim mit dem Lastwagen geliefert wird, dann stelle ich ihn in mein Büro, wenn A, dann B. Und ich stelle meinen alten Schreibtisch von daheim in mein Büro, das ist B, der Dann-Teil, folgern, dass mein alter Schreibtisch von daheim mit dem Lastwagen geliefert worden ist. Wenn A, dann B, B, daher A, ist logisch ungültig. So werden wir das ein bisschen später nennen. Das heißt, es könnte potenziell dabei was schief gehen. Es ist möglich, dass die Annahmen alle wahr sind, die Konklusion aber falsch ist. Ja? Und das beschreibe ich hier. Also zum Beispiel, was wäre denn, wenn dein Schreibtisch mit einem großen PKW geliefert worden wäre? Ja? Wenn A dann B ist gegessen, ja, halt mal fest, akzeptiert. Der B-Teil tritt ein, mein Schreibtisch wird geliefert, kommt in mein Büro. Aber der A-Teil ist gar nicht eingetreten. Er ist nicht geliefert worden mit diesem Lastwagen, sondern eben mit einem großen PKW. Es hat einen anderen Grund gegeben für das B. Das wäre so ein Fall, wo wenn A dann B vielleicht wahr ist, ja, ist schon akzeptiert, B wahr ist, aber A falsch ist. Und das heißt, der ganze Schluss, den der P durchführen wollte, ist nicht logisch gültig. Bei einem logisch gültigen Schluss darf es nicht so sein, dass man aus lauter wahren Annahmen zu einer falschen Prämisse kommen kann. Und das wird uns noch ausführlich beschäftigen. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie Philosophie betreiben wollen oder auch Wissenschaft, dann werden Sie das hoffentlich tun auf Basis von logisch gültigen Argumenten, ja, wo diese Art von Folgerungsfehlern eben nicht eintreten. P, ich wollte nicht unterbrechen. Du wolltest sagen, angenommen, ich stelle ihn in mein Büro. Stelle ich ihn dann vom Eingang aus gesehen links auf oder rechts? P. Die Frage ist jetzt aber keine philosophische Frage. Ich verwundere, natürlich nicht. Ich erzähle doch nur von meinem zukünftigen Büro. P. Ha, jetzt wird es aber doch philosophisch. Dein zukünftiges Büro? Wie kannst du denn jetzt von etwas erzählen, das es erst in der Zukunft geben wird? Das hieße doch, es gibt jetzt etwas, das es jetzt noch gar nicht gibt. Ich möchte da gleich noch einmal zurückkommen auf meine frühere Idee, das Werden und... Das ist so ein ähnlicher Punkt wie vorher. Ja? Es ist völlig in Ordnung, über Dinge zu reden, die vielleicht in der Zukunft stattfinden, genauso wie es in Ordnung ist, über Dinge zu reden, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ja? Und wenn man es richtig macht und wie man das macht, lernen Sie, dann führt das auch nicht zu irgendwelchen philosophischen Verwirrungen. Und das beschreibe ich hier, ja? Logisch betrachtet gibt es nur etwas, das diese und jene Eigenschaften hat, oder es gibt so etwas eben nicht. Es gibt zum Beispiel ein Büro des Herrn Hannes Leitgeb, welches, sagen wir, mit dem 12. November 2010 von mir bezogen wird. Das war auch wirklich so. Ja? Dann bis zum Zeitpunkt meiner Pensionierung mehr oder weniger unverändert bleibt. Ja? Und mit dem Zeitpunkt meiner Pensionierung von meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin auseinandergenommen wird. Ich kann jetzt von diesem meinem Büro sprechen, so wie ich von allen anderen Dingen, die zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Eigenschaften haben, sprechen kann. Das war der Punkt von vorher. Ja? Dinge haben zu bestimmten Zeitpunkten gewisse Eigenschaften. Ja?
Und auch wenn ein Ding erst in der Zukunft, ja, zu einem zukünftigen Zeitpunkt gewisse Eigenschaften haben wird, kann ich diesem Ding und diesem Zeitpunkt schon jetzt ihre Beziehung zueinander zusprechen. Und daran ist überhaupt nichts Schiefes. Dein "Es gibt jetzt etwas, das es jetzt noch gar nicht gibt" ist nicht ganz präzise formuliert. Was du eigentlich meinst, ist nur: Es gibt etwas, das vom 12. November 2010 bis zum Zeitpunkt meiner Pensionierung mein Büro ist, also in einer bestimmten Beziehung zu mir steht, zu mir, Hannes Leitke. Ja? Und außerdem ist es der Fall, dass das heutige Datum vor dem 12. November 2010 liegt. Das ist alles. Also der Zeitpunkt, zu dem die reden, liegt halt vor diesem November-Zeitpunkt. Ja? Aber daran ist nichts Seltsames. Ja? Der eine Zeitpunkt ist vor dem anderen und zu dem Letzteren passiert irgendwas und von dem Letzteren bis zu meiner Pensionierung passiert das und so weiter. Unproblematisch. Na und? Daran ist doch gar nichts bedenklich. Du kannst doch auch von Aristoteles reden, obwohl er bereits 322 vor Christus verstorben ist. Aristoteles hat die Eigenschaft, von 384 bis 322 vor Christus gelebt zu haben. Das kann ich doch jetzt sagen über den Aristoteles und diese Zeitpunkte. P, stimmt. Von Aristoteles möchte ich eigentlich schon reden können. Ich bin ja ein Philosoph. Trotzdem beunruhigt mich das. Was? P. Es ist doch so. Aristoteles hat am 18. Oktober 380 vor Christus um 9 Uhr morgens in der Nase gebohrt. Oder Aristoteles hat am 18. Oktober 380 vor Christus um 9 Uhr morgens nicht in der Nase gebohrt. Ich, natürlich. Dieser Satz ist, wie die Logiker sagen, logisch wahr. Das ist einer von diesen Gesetzen. Nicht das interessanteste, okay, zugegeben. Aber es ist eins von diesen logischen Gesetzen, die ich vorher erwähnt hatte. Dieser Satz ist wahr, rein aufgrund der Bedeutung der Ausdrücke oder und nicht. Ja? Der ist einfach von der Form A oder nicht A. Das ist hier die Frage. Ja? A oder nicht A. Dass der Satz wahr ist, liegt nicht an dem A, dass das irgendwas mit Aristoteles und Nasebohren zu tun hat. Dass der Satz wahr ist und in der Tat wahr sein muss, liegt daran, dass der Satz auf spezielle Weise mittels dieser Wörter oder und nicht zusammengebaut wurde. Ja? Also auch wenn Sie für das A einen ganz anderen Satz, vielleicht über den Platon oder so, ja, einsetzen, wird der resultierende Satz, wenn er diese Form A oder nicht A hat, immer noch als wahr herauskommen. So weit, so gut. P. Jetzt kommt der Punkt, der ihn verwirrt. Ja? Aber wenn es keine Zeitreisen gibt, dann ist es doch vermutlich so, dass wir niemals herausfinden können, ob Aristoteles nun am 18. Oktober 380 vor Christus um 9 Uhr morgens in der Nase gebohrt hat oder nicht. Ja? Und? Ja, ist das nicht ein Problem? Gar nicht. Es ist doch nur so, dass es entweder wahr ist, dass Aristoteles zu dem Zeitpunkt in der Nase gebohrt hat, oder dass dies falsch ist. Aber etwas kann durchaus wahr oder falsch sein, ohne dass wir herausfinden können, welche der beiden Alternativen eintritt oder eingetreten ist. Und in der Logik geht es nicht primär darum, herauszufinden, ob ein bestimmter Satz wahr ist oder nicht, sondern es geht in der Logik eher darum, festzustellen, ob ein Satz überhaupt falsch sein könnte. Das ist zum Beispiel interessant. Es geht in der Logik eher darum herauszufinden, aus welchen Sätzen andere Sätze folgen. Das heißt, wenn die wahr sind, muss dieser andere Satz wahr sein. Aber Logik ist kein allgemeines Werkzeug, um von jedem Satz feststellen zu können, ob der Satz wahr oder falsch ist. Das wäre auch verrückt. Wenn Logik so ein Fach wäre, dann würde die Logik alle anderen Wissenschaftsgebiete aufsaugen. Ja, also zum Beispiel Mathematiker sind interessiert festzustellen, welche mathematischen Sätze wahr sind und welche nicht. Wenn das jetzt Teil der Logik wäre, dann sind die alle arbeitslos. Ja? Okay, Physiker wollen feststellen von gewissen Sätzen, physikalischen Sätzen, ob sie wahr oder falsch sind. Wenn das Teil der Logik wäre, auch arbeitslos. Ja? Das kann es nicht sein, sondern erinnern Sie sich an die Zitate vorher, Logik ist das, was alle diese Gebiete sozusagen gemein haben. Das wird uns interessieren. Und der allgemeinere philosophische Punkt hier ist, Wahrheit und Falschheit ist nicht dasselbe wie für Wahrhalten oder für Falschhalten. Ja? Also es ist immer eine Person, die etwas für wahr oder für falsch hält, zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Aber wahr und falsch haben nicht diese gleiche Qualifikation auf eine Person hin oder einen Zeitpunkt hin. Wenn der Satz mal vollständig dasteht, dann wird der Satz einfach wahr sein oder er wird nicht wahr sein, das heißt falsch sein, wenn es ein Aussagesatz ist. Aber er wird nicht wahr sein relativ zu der Person und falsch zu einer anderen Person. Und er wird auch nicht wahr sein relativ zu dem Zeitpunkt oder falsch zu einem anderen Zeitpunkt. Sätze sind einfach wahr oder falsch. Ja? Aber es sind Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas für wahr halten oder für falsch halten. Und herausfinden, was wahr ist, hat zu tun mit für wahr halten und falsch halten. Es sind Personen, die was herausfinden. Ja? Aber ob ein Satz wahr oder falsch ist, hat nichts mit der Person zu tun und nichts mit dem Herausfinden von Wahrheit und Falschheit. Okay? Und in der Logik wird es ausschließlich um Wahrheit und Falschheit gehen. Und nicht um die Person glaubt das, weiß das, hält für wahr das und so weiter. Das ist auch interessant, aber das gehört woanders hin, nämlich in die Erkenntnistheorie. In der Erkenntnistheorie geht es genau um solche Fragen. Was ist Wissen? Was ist Rationalität? Was ist gerechtfertigtes Fürwahrhalten? Ja, da geht es darum, wie Personen sich relativ zur Wahrheit verhalten. Aber in der Logik geht es um die Wahrheit selbst. Es ist wahr, dass am Mars auf den Koordinaten so und so ein grüner Stein mit einem Durchmesser von einem Meter liegt, oder aber das ist falsch. Dies ist so ganz unabhängig davon, was wir darüber wissen oder was wir darüber wissen können. Ja? Also entweder liegt dieser Stein von dieser Art an dieser Koordinate oder eben nicht. Aber wir wissen es nicht. Ja? Vielleicht wird es uns auch praktisch nie möglich sein, das herauszufinden. Ja, könnte sein. Und trotzdem ist es so, der Stein liegt dort oder nicht. Ja? Der Satz ist wahr oder er ist eben falsch. Wahrheit ist etwas anderes als Wissen oder Wissbarkeit. P. Ich sehe, was du meinst. Einverstanden. Aber hat Aristoteles nun am 18. Oktober 380 vor Christus um 9 Uhr morgens in der Nase gebohrt? Ich, keine Ahnung. Wie soll ich das wissen? Das ist auch gar keine philosophische Frage, sondern eine empirische. Davon solltest du die Finger lassen. Ja? Der Philosophie geht es ja, wie gesagt, um a priori Erkenntnisse. Obwohl es ein neueres Gebiet gibt, das nennt sich experimentelle Philosophie. X-Phi. Wenn Sie das interessiert, googeln Sie doch mal X-Phi, also X-Phi mit PH. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel, ja? Dass ein Satz wahr ist, muss er dann auch inhaltlich sinnvoll sein? Ja. Ist das wichtig? Mhm. Ja. Dazu kommen wir in Bälde, aber wenn ich zu Ihnen jetzt sage, Gritzefritz. Ja? Und dann sage ich zu Ihnen, ist der jetzt wahr oder falsch? Ja. Dann werden Sie mir zu Recht entgegenhalten, Moment, dazu müsste erstmal sinnvoll sein, eine Bedeutung haben, wohlgeformt sein, ich muss ihn verstehen können. Dann können wir uns darüber unterhalten, ob der Satz auch wahr ist, also die Welt richtig beschreibt sozusagen, oder falsch ist, die Welt nicht richtig beschreibt. Aber Gritzenfritz beschreibt überhaupt nicht. Der ist nicht sinnvoll und daher kann man von dem Ding dann auch nicht sinnvoll sagen, dass er wahr oder falsch ist. Den Satz vorhin, da war ich gesagt, Aristoteles Wort, dann ja. Hörst du das nicht. Ja. Wir können genauso Platon einsetzen. Könnte man auch. Wir könnten ja auch ein Gänsebildnis schreiben. Das macht keinen Sinn, aber es ist trotzdem wahr oder nicht wahr, oder? Gute Frage. Also Ihre Frage ist, nehmen wir wieder sowas her mit A oder nicht A. Und ich habe zuerst gesagt, egal was Sie da einfüllen, da kommt was Wahres raus. Und jetzt wollen Sie für A irgendwas einfüllen, was komisch klingen wird letztlich. Ja? Zum Beispiel ein Gänseblümchen bohrte zu dem Zeitpunkt in der Nase oder eben nicht. Okay? Frage, ist der Satz wahr? Ja? Und die Antwort wird sein, man muss zuerst mal feststellen, bei sowas ist es überhaupt ein Aussagesatz. Also ist er grammatikalisch richtig geformt? Ja? Und dann kommen noch ein paar so Komponenten dazu und die werden uns in Bälde beschäftigen, schon nächste Woche. Ja? Und wenn dieser Test sozusagen bestanden wird, ja, es handelt sich um einen Aussagesatz, einen deskriptiven Satz, einen deklarativen Satz, ja? Dann ist die Antwort, wenn Sie solch einen Satz einfüllen für das A, dann kommt A oder nicht A immer als wahr raus. Wenn Sie aber was einfüllen, was diesem Test sozusagen nicht besteht, dann kommt da überhaupt gar kein Aussagesatz raus. Das heißt, es kommt überhaupt nichts raus, von dem man sinnvollerweise sagen könnte, es ist wahr oder falsch. Okay? Was ist jetzt mit dem Gänseblümchen? Da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, Sie sagen, Moment, also von einem Gänseblümchen auszusagen, dass es in der Nase bohrt, ist schon sinnlos. Das ist zwar grammatikalisch, wenn man es richtig hinschreibt, in Ordnung, ja, aber inhaltlich sinnlos. Daher ist dieses ganze Konstrukt, Gänseblümchen bohrt in der Nase oder nicht, kein Aussagesatz. Man kann von ihm nicht sinnvoll sagen, er sei wahr oder falsch. Okay?
Daher ist das kein so ein Satz, den ich vorher gemeint habe. Weil ich habe gemeint, A oder nicht A, wo A ein Aussagesatz ist. Okay? Zweite Variante, das ist die tolerantere. Man sagt, das Gänseblümchen hat zu dem und dem Zeitpunkt in der Nase gebohrt, ist schlichtweg falsch. Schauen Sie hin auf das Gänseblümchen, das tut allerlei. Bewegt sich im Wind und wird gepflückt und so. Aber es tut eins nicht, es bohrt nicht in der Nase. Also ist der Satz einfach falsch. Das, was hier passiert, ist also ein Satz der Form A oder nicht A, Gänseblümchen bohrt in der Nase oder nicht. Und Sie fügen für das A einen Satz ein, einen Aussagesatz. Von dem kann man sinnvoll Wahrheit oder Falschheit sozusagen aussagen. Sie fügen einen speziellen Aussagesatz ein, nämlich einen falschen. Da steht da quasi sowas wie falsch oder nicht falsch. Und dieses ganze Konstrukt ist dann wahr, zwangsläufig. Also es gibt zwei mögliche Antworten und die hängen davon ab, ob Sie das Gänseblümchen bohrt in der Nase zu dem und dem Zeitpunkt überhaupt als Aussagesatz sehen oder nicht. Okay? Und was die bessere Variante ist, da können wir uns dann nächste Woche drüber unterhalten. Okay? Gute Frage. Darf ich jetzt endlich von meinem Büro weitererzählen? P. Gerne. Nichts ist in meinem Büro, nichts ist in meinem Sekretariat. Angenommen, ich stelle ihn, den Schreibtisch, in mein Büro. Stelle ich ihn dann vom Eingang aus gesehen links auf oder rechts? Und P. Soll ich jetzt dazu sagen, ob dies wahr oder falsch ist? Ich, noch verwunderter. Wie könntest du? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Fragen sind aber keine Aussagesätze. Anders ausgedrückt, Fragen sind weder wahr noch falsch. Das ist so ähnlich wie das, was wir gerade diskutiert haben. Von einem Fragesatz kann man nicht sinnvoll aussagen, er sei wahr oder falsch. Der fällt gar nicht in die Kategorie, in der man von Wahrheit oder Falschheit sprechen möchte. Die Sätze, bei denen man sehr wohl sinnvoll von Wahrheit oder Falschheit sprechen möchte, die werde ich Aussagesätze nennen. Und in der gesamten Vorlesung Logik 1 wird es im Wesentlichen um Aussagesätze gehen. Warum? Das sind gerade die Sätze, mit denen wir über die Welt sprechen. In den Naturwissenschaften, im Alltag, aber auch in der Philosophie. Das ist sozusagen in gewissem Sinne für uns Wissenschaftler die wichtigste Kategorie von Sätzen. Fragen sind auch wichtig, klar. Aber letztlich, wenn Sie Ihren Artikel veröffentlichen wollen, um den Nobelpreis zu bekommen, ist das ein Artikel mit Aussagesätzen. Okay. Ah ja, und noch etwas beschäftigt mich, sage ich. Die Ludwigstraße 31 ist das Gebäude, in dem sich mein Büro befinden wird. P, halt, das kann gar nicht sein. Das steht aber doch in meinem Vertrag. P, in der Sprache der Mathematiker ausgedrückt, der hat schon kapiert, dass mich das beeindruckt. Also, in der Sprache der Mathematiker ausgedrückt, hast du gerade behauptet, Ludwigstraße 31 ist gleich mit oder ist identisch mit das Gebäude, in dem sich Hannes Leitgebs Büro befinden wird. Ganz genau. Das kannst du aber gar nicht so meinen. Die linke Seite dieser Gleichung fängt ja mit einem L an, während die rechte Seite mit einem D beginnt. Wie sollen die beiden dann identisch sein? Oder können verschiedene Dinge identisch zueinander sein? Das bringt mich zu meinen früheren Bitte nicht schon wieder. Also, was geht hier schief beim P? Was würden Sie sagen? Ja? Genau, genau. Also links steht irgendwas, was Sprachliches, und rechts steht was Sprachliches. Die sehen anders aus. Eins fängt mit L an, eins fängt mit D an, mit D. Aber inhaltlich sind sie gleich. Und damit meinen Sie, dass die dasselbe Ding bezeichnen. Richtig? Geht auch in der Mathematik, genau. Also wenn man sowas hinschreibt wie 1 plus 1 ist gleich 2, steht links und rechts vom Ist-Gleichzeichen was anderes, aber inhaltlich spricht man über dasselbe Objekt. Ja, ein und dieselbe natürliche Zahl, genau, völlig richtig. Und dasselbe passiert hier auch. Und das hat der P natürlich wieder nicht kapiert. Der ist so dumm, der P. Ein und dasselbe Ding kann doch ohne weiteres mehrere Namen haben. Ein und dieselbe Örtlichkeit kann zugleich mit dem Namen Ludwigstraße 31 und mit der Kennzeichnung
das Gebäude, in dem sich Hannes Leitgebs Büro befinden wird, bezeichnet werden. Ja. Sie sehen übrigens auch, dass man auf ganz verschiedene Weisen Namen für Objekte bilden kann hier. Ja. Ludwigstraße 31 ist eine Art Eigenname, so wie auch Hannes Leitgeb ein Eigenname ist. Ja. Die andere Art von Namen hier ist kein Eigenname. Ja. Also hier ist kein Taufakt dahinter, wenn Sie so wollen, sondern man benennt bei dieser zweiten Weise hier, in dieser blauen Schraffierung, ein Ding, indem man das Ding beschreibt. Ja, der Name Hannes Leitgeb beschreibt nicht, ja, sondern der ist verbunden mit mir durch einen Taufakt. Während diese Beschreibung hier charakterisiert oder bezeichnet ein Objekt dadurch, dass das Objekt beschrieben wird, nämlich als dasjenige Gebäude, in dem sich Hannes Leitgebs Büro befinden wird, zu einem gewissen Zeitpunkt und so weiter. Ganz am Ende der Vorlesung werden wir uns sogar speziell mit dieser Art von Name auseinandersetzen und wir werden diese Namen Kennzeichnungen nennen und werden dann ein bisschen logische Analyse von Kennzeichnungen betreiben. Aber das ist ganz am Ende, ja, und wird vielleicht sogar gar nicht prüfungsrelevant mehr sein. Ja. Mein kleiner Sohn heißt ja auch Sebastian und wir bezeichnen ihn dennoch manchmal mit allerlei Spitznamen. Basti. Der eine Name, den ich verwendet habe, um über die Örtlichkeit zu sprechen, die mich interessiert, beginnt mit einem L, der andere Name mit einem D. Aber beide Namen beziehen sich auf dasselbe Objekt. Und die Gleichung sagt nicht aus, dass die Namen identisch sind, sondern dass das, was der eine Name bezeichnet, identisch ist dem, was der andere Name bezeichnet. Und damit werden wir uns auseinandersetzen. Also sowohl in dem aussagenlogischen Teil als auch in dem prädikatenlogischen Teil werden wir etwas betreiben, das man Semantik nennt. Und in der Semantik geht es um die Beziehungen zwischen Sprache und Welt. Zum Beispiel die Beziehung zwischen einem Namen und dem Objekt, das der Name bezeichnet. Und da kann es durchaus sein, dass wir es mit einer Sprache zu tun haben, in der es zwei Namen gibt, ja, die aber Bezug nehmen, referieren auf ein und dasselbe Objekt in der Welt. Und das wird dann semantisch festgelegt und das wirkt sich dann aus in Wahrheitswerten von Sätzen und so weiter und so fort. Aristoteles ist doch auch identisch mit dem philosophischen Lehrer Alexanders des Großen. P. Stimmt, das erzähle ich ja auch meinen Studenten. Dennoch habe ich immer noch Sorgen. Was denn noch? Aristoteles ist der philosophische Lehrer Alexanders. Das heißt, Aristoteles ist identisch dem philosophischen Lehrer Alexanders. Stimmt, ja. P. Aristoteles ist ein Philosoph. Heißt das dann, Aristoteles ist identisch dem Philosophen? Also die Idee hier ist, Aristoteles ist der philosophische Lehrer Alexanders, heißt so viel wie, Aristoteles ist identisch mit oder ist identisch dem philosophischen Lehrer Alexanders. Dann müsste doch auch, sagt der P., Aristoteles ist ein Philosoph heißen, dass Aristoteles identisch ist dem Philosophen. Aha, sagt er. Das würde erklären, warum Aristoteles im Mittelalter als der Philosoph bezeichnet wurde. Nur Platon ist auch ein Philosoph. Heißt das dann, Platon ist identisch dem Philosophen? Und wenn beide mit dem Philosophen identisch sind, sind sie dann nicht einander identisch? Bezeichnet Aristoteles dasselbe Objekt wie Platon? Oh, ist vielleicht alles eins und natürlich nicht. Ja? Du hast nur die logische Form dieser Sätze missverstanden. Und hier ist der Punkt, dieses einfache Wort hier, IST, ist. Ein Punkt, den ich vorher schon angesprochen hatte. Ja? Die natursprachliche Form von Sätzen ist zu unterscheiden von der logischen Form dieser Sätze. In der natürlichen Sprache kann vielleicht immer ein und derselbe sprachliche Ausdruck verwendet werden. Zum Beispiel hier ist. Aber in der logischen Sprache könnte damit jeweils was ganz Unterschiedliches gemeint sein. Und so ist es hier zum Beispiel. Ja? Man kann sagen, so wie vorhin hier, Aristoteles ist der philosophische Lehrer Alexanders. Und das heißt dann so viel wie ist identisch mit. Das ist eine Beziehung zwischen zwei Objekten, nämlich mit sich selber identisch zu sein. Oder von einem Objekt, wenn Sie so wollen, mit sich selbst identisch zu sein. Und Identität ist eine Beziehung. Okay? Ist steht hier kurz für ist identisch mit. Man kann aber auch sagen,
Aristoteles ist ein Philosoph. Und hier wird wieder der Ausdruck ist verwendet. Was aber hier wirklich gemeint ist, ist kein Identitätssatz, keine Gleichung, wenn Sie so wollen. Sondern das, was ausgedrückt wird, ist, dass ein Ding, Aristoteles, eine Eigenschaft hat, nämlich Philosoph zu sein. Also der Satz ist nicht von der Form bla 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 ist identisch mit bla bla bla. Ja? Und wenn man das nicht erkennt, kommt man wieder in die Schwierigkeiten, die der P hier hatte. Also nur weil in der natürlichen Sprache ist steht, heißt das noch lange nicht, dass dem in der logischen Repräsentierung oder in der logischen Form ein und derselbe Ausdruck gegenüberstehen wird. Ja, die logische Form von den Sätzen bla 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 ist identisch mit und bla 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 ist etwas, das die und die Eigenschaft hat, sind unterschiedlich. Das muss man auseinanderhalten. Ja? Kann man dann sagen, dass man dieses Ist-Gleich-Zeug nur machen kann, wenn man sicher ist, dass Einnahme auch nur, dass jeweils Einnahme nur eine Sache bezeichnet, sozusagen? Das ist richtig. Also zum Beispiel ist ein Philosoph, da hat man schon das Gefühl, Moment, da wird eine Eigenschaft ausgedrückt und viele Leute könnten Philosophen sein. Ja, man könnte ja auch theoretisch das mit dem Sebastian und Basti. Es gibt ja noch andere Sebastian. Das ist richtig. Das ist noch ein Zusatzproblem, dass auch selbst ein Name wie Hannes Leitgeb, ja, es gibt bestimmt noch irgendwo einen Hannes Leitgeb. Also man, da muss man auch in der logischen Sprache, werden sozusagen die Eigennamen wirklich so sein, dass man quasi sicher sagen kann, dass es genau ein Ding gibt. Ja. Aber was immer noch der Fall ist, ist, auch wenn es mehrere Hannes Leitgebs gäbe, ja, von der sprachlichen Form her sollte der Name Hannes Leitgeb ein Name sein, der auf ein Ding zeigen will. Das könnte schief gehen. Ja. Aber zumindest ist der von einem Typ, von einem grammatikalischen Typ, der auf ein Ding zeichnen möchte. Während ein Philosoph oder Philosoph ist von vornherein, vom Typ her, kein sprachlicher Ausdruck, der auf ein Ding zeigen möchte. Sondern das ist ein Ausdruck, solche Ausdrücke werden wir Prädikate nennen, eine Art von Ausdruck, die eine Eigenschaft ausdrücken will. Also das, was vielen Dingen gemeinsam ist. Und das ist von einem anderen sprachlichen Typ. Also in Bälde würde ich jetzt Ihre Antwort so, würde ich die Antwort auf Ihre Frage so geben, Hannes Leitgeb, ja, oder Aristoteles oder so, das ist ein singulärer Term und der Ausdruck Philosoph ist ein genereller Term oder ein Prädikat. Die sind grammatikalisch zu unterscheiden, selbst in der Logik, nicht nur in der natürlichen Sprache, aber auch in der Logik. Ja. Und wenn man das sich klar macht, dann ist es so, wenn da ist steht und links und rechts stehen singuläre Terme, dann muss Identität gemeint sein. Wenn aber da ist steht, und links steht ein singulärer Term, zum Beispiel Aristoteles, und rechts steht ein genereller Term, zum Beispiel ist ein Philosoph oder ein Philosoph, dann kann das keine Identität mehr sein. Ja, weil Identität besteht immer nur zwischen Dingen der gleichen Art, wenn Sie so wollen. Genau. Also, überhaupt, Sie sollten sich jetzt nicht denken, ja, wie erkenne ich denn das immer und ganz nervös werden und so. Ja? Genau darum geht es ja in dieser Vorlesung, das zu lernen. Also der erste Teil der Vorlesung besteht nur darin, sich klar darüber zu werden, was die logische Form von Sätzen ist. Und dann später kommt das nochmal in der Prädikatenlogik. Ja? Ja? Was ist dann das die Beschreibbarkeit, also die Einwirkung der Sprache an die Grenze der Sinnwelt? Ich sage es auf Deutsch, gibt es Sachen, die logisch weiß, was man überlegt, aber auch Englisch. Gute Frage. Also das ist ein bisschen so ein Wittgensteinischer Gedanke mit der Grenze. Ja? Ich würde so sagen, ja, im Prinzip kann man sich mit Hilfe von logischen Kunstsprachen von Mängeln der natürlichen Sprache befreien. Und zwar von Mängeln in der deutschen Sprache, von Mängeln in der englischen Sprache, von Mängeln in der französischen Sprache und so weiter. Auch von Mängeln in bestimmten Wissenschaftssprachen zum Beispiel. Ja. Sobald sie logisch ausgebildet sind, sind sie in der Lage, sozusagen durch diese Sprachen hindurchzusehen, ihre logische Struktur festzustellen und sich dann eine Kunstsprache zu entwickeln, die nicht mehr befangen ist mit diesen Mängeln. Und das ist der Grund, warum wir dann in Bälde mit jeder Menge formalem Zeugs zu tun haben werden. Wir werden unsere eigenen formalen Sprachen bauen, die so konstruiert sind, dass sie diese Mängel nicht mehr haben. Und dann wird es wichtig sein, dass wir in der Lage sind, natürliche Sprachen mit Mängeln zu übersetzen in unsere formalen Sprachen ohne Mängel. Ja, wenn man den Schritt mal gemacht hat, man diese Mängel beseitigt hat, dann kann man in den formalen Sprachen ganz präzise sagen, unter welchen Bedingungen ist ein Satz wahr oder falsch, was folgt aus einem Satz, wann ist ein Satz zu einem anderen widersprüchlich und so weiter. Ja? Also in der Logik sozusagen transzendiert man eigentlich alle diese natürlichen Sprachen, die vorgegeben sind. Ja? Aber wie soll ich das denn erkennen? In beiden Fällen steht einfach nur ist. Das ist der Grund, warum in Logikvorlesungen eine Symbolsprache eingeführt wird.
in der das Ist in Aristoteles Ist der philosophische Lehrer Alexanders klar unterschieden ist vom Ist in Aristoteles Ist ein Philosoph. Die natürliche Sprache kann einen sonst zu leicht verwirren und Probleme schaffen, wo eigentlich gar keine sind. Ja, so ähnlich wie mit dem Nichtstisch-Beispiel von vorher. Deswegen wird meine Logik 1 Vorlesung auch ihren ersten Schwerpunkt auf das Thema logische Repräsentierung legen. P. Vielleicht sollte ich doch mal eine Logikvorlesung besuchen. Ich leicht verzweifelt. Bitte. P. Was ist jetzt mit der Ludwigstraße 31? Die Ludwigstraße 31 ist das Gebäude, in dem sich mein Büro befinden wird. Aber die Ludwigstraße 31 gilt auch als der Ort, an dem so seltsame Dinge wie Logik und Wissenschaftstheorie beheimatet sind, vor denen sich die Studenten angeblich fürchten. Werden sie sich trauen, mich in meinem zukünftigen Büro besuchen zu kommen? P. Die werden schon zur Ludwigstraße 31 kommen. Schon weil man dort auch zu anderen Lehrstühlen weitergehen kann, grinst. Und dann mache ich so ein bisschen Werbung hier. Ja, das können Sie sich selber durchlesen. Ja. Also, das ist immer so peinlich. Ja. Aber wir haben dieses coole Center, das heißt Munich Center for Mathematical Philosophy. Und das haben wir 2010 gegründet. Und da geht es im Wesentlichen um die Anwendung logischer und mathematischer Methoden in der Philosophie. Und zwar in allen Gebieten der Philosophie. Ja? Wenn Sie das interessiert, einfach mal nur so, ja, aus Spaß, googeln Sie einfach mal MCMP, Munich Center for Mathematical Philosophy, oder auch den ganzen Ausdruck. Ja? Und dann kommen Sie auf unsere Webseite und da gibt es Ressourcen dort für Studierende und Kalender mit Vorträgen und Stoff, woran die Leute arbeiten, und dann wissen Sie, was ich meine hier. Ja? P, beruhige dich. Vielleicht komme ich dich ja auch mal besuchen und mit ein bisschen Glück kann ich sogar einen Studenten überreden, mich zu begleiten. Das ist nett. Aber jetzt muss ich weiter über die wirklich tiefen Fragen nachdenken. Senkt den Kopf, murmelt. Wenn die Studenten in Herrn Leitgibs Büro in die Ludwigstraße 31 gehen, dass nichts immer noch dort ist, Herr Leitgibs Schreibtisch sowohl mit einem Lastwagen geliefert als auch in sein Büro geschoben wird, und zugleich Aristoteles und Platon der Philosoph sind. Verdrängen die Studenten das Nichts aus dem Büro? Bewegt es sich dann weiter in den Lastwagen? Oder war es vielmehr immer schon dort? Und bin vielleicht sogar ich eins mit Aristoteles und Platon? Und Herr Leitgib mit mir? Rede ich die ganze Zeit mit mir selbst? Ist das Nichts, das dann in dem Lastwagen sein wird, identisch mit dem Nichts, das jetzt in meinem bzw. in Aristoteles Büro in der Ludwigstraße 31 ist? Und das, obwohl Aristoteles schon tot ist, ich aber nicht. Und wenn Fragen nicht wahr oder falsch sind, dann muss ich sie doch auch gar nicht beantworten. Winkt und geht weg. Bis bald, ich sehe dich dann in meiner Vorlesung. Wischt sich über die Stirn. Das soll Ihnen so ein bisschen einen Eindruck geben, worum es in der Logik gehen wird. Aber keine Sorge, es wird alles ein bisschen systematischer sein als in diesem Dialog. Ja? Was Sie mitnehmen sollten für Mittwoch ist, eine der grundlegenden Aufgaben der Vorlesung wird darin bestehen, die logische Form sprachlicher Ausdrücke herauszuarbeiten. Ja. Festzustellen zum Beispiel, ob es sich bei einem bestimmten Satz der natürlichen Sprache um einen Aussagesatz handelt oder nicht. Und wenn wir das geleistet haben, wird es darum gehen, welche logischen Eigenschaften und welche logischen Beziehungen solche Aussagesätze haben. Zum Beispiel, ob ein Satz logisch wahr ist, so ein logisches Gesetz. Oder ob aus einem Satz ein anderer Satz logisch folgt. In dem Sinne, dass wenn der eine Satz wahr ist, der andere wahr sein muss. Und wenn Sie an so etwas denken wie Argumentation, dann geht es im Prinzip ständig um diese Art von Eigenschaften und Beziehungen. Ja? Wenn Sie eine Zeitung aufschlagen und Journalisten argumentieren, dann sagen die, bla 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 ist der Fall, und daraus folgt, dass bla 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 der Fall ist. Ja? Typischerweise dann irgendeine Kritik an einem Politiker oder so. Ja? Genauso in den Wissenschaften. Ja? In den Wissenschaften wird natürlich argumentiert. Ja? Genauso in der Philosophie. Es gibt keine Philosophie ohne Argumente. Ja? Und wo Argumente sind, muss man sich immer die Frage stellen, ist das ein gutes Argument oder ein schlechtes Argument? Ja? Und die beste Form von Argument wird die sein, wo ein Argument logisch gültig ist. Das heißt, wo die Prämissen, die Annahmen in dem Argument, die Wahrheit der Konklusion zwangsläufig mit Notwendigkeit erzwingen werden. Und ob und wann das der Fall ist bei einem Argument, das werden wir in dieser Logikvorlesung feststellen lernen. Ja?
Die Logik ist das grundlegende Werkzeug, das wir Philosophen brauchen, um philosophische Fragen genau und unzweideutig formulieren zu können, um festlegen zu können, unter welchen Bedingungen ein Satz wahr ist, um wichtige philosophische Begriffe definieren zu können, um Argumente auf ihre Gültigkeit hin untersuchen zu können, um stillschweigende Voraussetzungen philosophischer Argumente explizit machen zu können, um aus Behauptungen auf korrekte Weise Schlüsse ziehen zu können, um in einfachen Modellen die Plausibilität von Theorien überprüfen zu können, um mathematische Methoden auf philosophische Fragestellungen anwendbar machen zu können und um insgesamt auf eine ähnliche Weise Fortschritte in der Philosophie erzielen zu können, wie die Naturwissenschaften dies in ihren Wissenschaften leisten. Kurz gesagt, durch die Logik lernt man klar sprechen und klar denken. Und das ist eine Grundanforderung an jeden guten Philosophen und an jede gute Philosophin. In diesem Sinne, bis Mittwoch. Danke.